die haben mir dann eigentlich, ja, was heißt eigentlich, der hat mir Helmut, also der aufnehmende oder der besuchende Therapeut, der mich in der JVA besucht hat, Erstkontakt aufgenommen hat und so mit mir auf meine Bewerbung hin, der hat mir dann die Pistole auf die Brust gesetzt. Du kannst kommen, ja, Langzeit, nicht Kurzzeit, 10 Monate machst du, Schwerpunkt Drogen und Kriminalität, genauso wichtig wie die Drogen, deswegen 4,5 Monate nicht im Ansatz ausreichend. Also eine richtige ernsthafte Therapie müsste man eigentlich, müsste das so laufen. 10 Monate, ein halbes Jahr draußen, Probelauf und dann direkt nochmal nachlegen. Nochmal dann ja, den nächsten Schritt Therapie machen. Nochmal mit mehr Außenorientierung und aber auch über fast ein Jahr begleitet. Das wäre eine tolle Sache, aber es will kein Schwein bezahlen. Das kostet viel zu viel Geld. Deswegen Langzeit, so wie ich das kenne, im Netzteil, gibt es eine Langzeit, ist dort heute maximal 6 Monate. Das sind 4 Monate weniger als meine Langzeit. Und die hätte ich noch verlängern können. Oder die für mich, wenn sie es für nötig gehalten hätten. Ja, das hat mir das. Also beim Gericht, dann ist ja mehr oder weniger allen Beteiligten klar, klar, es geht um diese Straftat, aber die gucken nicht auf mein Leben. Also schon auch, aber es wird halt diese Tat verhandelt. Und der guckt sich das Gesamtbild an und sagt, das eine geht nicht ohne das andere bei dir. Das ist zu massig. Du gehst nicht nur ein bisschen Schnaps klauen oder Zigaretten klauen, weil du gerade einen Affen hast. Du machst das alles ein bisschen mehr wie andere. Professioneller, berufsmäßig, hallo, such dir einen neuen Job, Junge, wollte mir sagen. Vielleicht, oder wir finden was, was dir genauso viel bringt. Also, was dich zufrieden macht, etc. Vielleicht sogar ein bisschen Geld bei rumspringt. Das war natürlich noch nicht Thema, aber wichtig. Außer den Drogen müssen wir ganz hart an deinem Schwerpunkt Kriminalität arbeiten. Und da habe ich das erste Mal so vor den Kopf gesagt bekommen auch. Ne? Dass sich nichts verändern wird bei mir, wenn ich das dann auch nicht mitbearbeite. Weil wenn du kriminell bist, bist du auch von den Drogen nicht weit weg. Das ist halt einfach so irgendwie. Das gehört, die Welt da, das gehört zusammen. Ja, da auch loszulassen, weil es sind halt auch gewohnte und bekannte Strukturen. Und ich weiß, wie ich da funktioniere und was ich zu tun habe und so. Und das andere ist auch, das ist auch anstrengend, da sich drauf einzulassen. Und das alles, man startet bei null. Also im Grunde kann man schon so sagen, die Therapie, die zerpflückt dich einmal richtig. Das ist so Therapiekonzept. Wir nehmen dich einmal richtig auseinander und dann nehmen wir die Ohren von, die du vor am Arsch getragen hast und packen sie wieder an den Kopf und setzen dich einmal richtig wieder zusammen. Vorher bist du mit den Ohren am Arsch rumgelaufen. So ungefähr, weil so bildlich jetzt dargestellt. So, einmal erstmal komplett das zerpflücken, was da ist. Und das komplett auch, dass du begreifst, dass das nicht gut ist für dich. Was du alles, egal was du getan hast, alles gibt sich die Hand und ist nur negativ. Ja, und dann gucken, wenn du das verstanden hast und ja, okay, das ist so und jetzt, was tun wir dagegen? Ja, und ich bin heute noch, wie gesagt, ich bin begeistert von dieser Therapie. Ich habe nicht geglaubt, dass Therapie wirklich so funktionieren kann auch. Also, dass das auch bei Leuten wie mir ankommen kann. So. Also, dass ich, wo ich immer mit dem Grinsen gesagt habe, ach, leck mich am Arsch, Junge, das kann doch gar nicht funktionieren. Wie soll das denn gehen? Bitte schön. Es gibt Therapien, die funktionieren. Ja, du kennst mich ja auch so, wie ich dann reagiere, wenn du mir irgendwie sowas vorwirfst, dann grinse ich erstmal und so, das laber nicht so, weißt du, würde ich am liebsten sagen, laber doch keine Scheiße. So, ja, guckt der mich an, der ist gut, der ist richtig gut, der hat ein super Gespür für Menschen und so. Und das ist nicht der ohne Grund derjenige Therapeut von dieser Einrichtung, der die Gefangenen besucht im Vollzug, hauptsächlich zu 80%. Kommt Helmut und guckt dich an und ja, der hat schon ein gutes Gespür dafür. So. Allein dann die kurzen Unterhaltungen, die wir hatten, das langt dem schon fast, um ein Bild zu haben, mit der Akte und allem drum und dran. Und dann stellt er auch ganz gezielte Fragen. Der baut sich ganz schnell ein Bild zusammen, was schon ziemlich genau passt. So. Ja,
Ja, und dann halt auch, da springt er drauf an, wenn ich so dann so dieses, ach, das ist doch gar nicht wahr, man, kurzzeitlang doch auch, ich habe das doch nur die Drogen und so, also versuche ich mich natürlich zu rechtfertigen und die Zeit weniger zu machen. Hallo, ich habe doch keinen Bock auf 10 Monate, ich bin jetzt von 4,5 ausgegangen, die ganzen Monate schon. Was ist los mit euch? So. Ja, genau deswegen, genau so, genau das, weil du immer zu handeln versuchst und dies und das und jenes, nimmst doch einfach so, wie es ist, Punkt, aus 10 Monaten oder du bleibst hier. Okay, verdammt nochmal. Also so hat er es nicht gesagt, aber sagt, du hast keine Wahl, entweder du kommst die 10 Monate oder du kommst gar nicht. Das liegt bei dir. Allein durch die kurzen Gespräche schon, ne? Der ist beeilt, der redet das, was ich hören will, um auch ganz sicher das okay zu kriegen. Das ist denen schon klar, davon gehen die auch aus. Therapie heißt ja auch Fluchthilfe. So, wir beantragen eine Therapie und gehen nach Hause. So, das kennen die alles, das ist nichts Neues für die, der ist 20 Jahre Therapeut oder so. Bin nicht der Erste, der ihn verarschen will. Und garantiert auch nicht der Letzte, wenn er nicht den Beruf wechselt. Ja, und ja, also da gibt es natürlich, dann habe ich direkt in der Situation, okay, ja, was, ich bleib nicht hier, egal, dann halt ein bisschen Therapie länger, was soll der Scheiß. Hab halt dadurch, wächst dann auch die Angst zu versagen, das nicht zu schaffen und den Rest der Strafe absitzen zu müssen. Alter, jetzt 10 Monate, 4,5 hätten gelangt, damit die Strafe zurückgestellt wird. So, das ist ja immer noch Grundgedanke auch eigentlich. So kurz wie möglich soll das ganze Ding werden. Und mit 10 Monaten, wenn ich nach 10 Monaten Haft entlassen werde, ist schon mal die erste große Hürde geschafft. Dann ist eigentlich das Maximum der Strafe schon vorbei. Ja. Aber ja, der hatte recht, ne? Was soll ich sagen? Er hat recht gehabt. Also die arbeiten auch mit Diagnosen, mit Doppeldiagnosen und heute auch mit Leuten auf Methadon zum Beispiel. Dann werden noch substituiert, da hast du wirklich dann Leute mit Steckis auf dem Hof rumrennen. Alle anderen sind clean. Das kann ich mir heute schwer vorstellen. So, also die haben dann eine Minimaldosierung, das auf 1 oder 2 Milliliter oder so, weißt du, so ein Rest. Und die Therapie nutzt er jetzt, um im cleanen Rahmen mit Unterstützung auch das zu entgiften und dann eventuell sowas läuft da heute auch schon und so. Und für mich war aber Grundvoraussetzung, meine UK, die ich dort abgebe, ist positiv, sitze ich direkt wieder im Auto. Also was heißt, sitze ich direkt wieder im Auto? Aber der ruft bei der Staatsanwaltschaft an und sagt, wir nehmen den heute nicht auf. Und das kriegt habt ihr morgen schriftlich. Weil der und der Grund. Ja, und ich war sauber, ne? Ich habe die letzten Tage auch noch extrem viel Tee gesoffen und so. Und einfach ganz sicher zu gehen, dass die UK sauber ist. Dort hatte ich eine Kontroll-UK auch irgendwann abgegeben. Also hauptsächlich für mich. So, und ja, ich muss für die Therapie, muss ich sauber sein. Kontrolliert mal bitte. Ich glaube, dafür haben sie ja sogar 5 Euro vom Konto abgezogen, weil ich das, weil die von mir, also die Nachfrage von mir kam und nicht von der Anstalt. Ich musste den Schnelltester bezahlen, ich glaube 4 Euro oder 5 Euro. Und der war schon sauber und da die im netten Teil ziemlich gute Kontrollstäbchen benutzen, ja, wollte ich es halt vorher schon einmal wissen, bevor ich da auftauche und mich dann nach Hause schicke. Ne? Oder wegschicken und ich schon wieder auf Flucht bin. Ja, nee, aber das ging ja alles gut. Also, es war ätzend, aber als ich dort angekommen bin, war schon nicht mehr so mit, nicht mehr richtig schlafen können oder so. Das hatte ich sowieso nur die Aufregung und nicht mehr betäubt, also nicht mehr bekifft. So. Da hat mich die letzten Tage da in Oldenburg recht schlecht schlafen lassen. Außerdem war es ziemlich heiß, glaube ich, auch noch so die letzten Wochen dort. Also wie gesagt, ich habe ja Erinnerungen eigentlich, dass ich jeden Tag in dem Gitter gesessen habe da in der Zeit in Oldenburg. In diesen Hof rausgeglotzt habe.